Wie habt ihr euch gefunden? Das ist eine sehr lange Geschichte. Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, denn wir sind aus derselben Kleinstadt, aus Jülich bei Aachen im Rheinland. Und wir sind auf dieselbe Schule gegangen und haben früh angefangen, in Bands zu spielen. Und irgendwann haben wir dann in derselben Band gespielt. Das war schon 1988, ja, genau. 87? Ja, so 88. Haben wir in der Band gespielt und haben schnell gemerkt, dass wir das ernster meinen und haben Platten veröffentlicht, waren dann auch bei der EMI unter Vertrag und wollten eigentlich Rock-Popstars werden. Das war der Plan. Wir haben dann nochmal angefangen, was zu studieren, so, ne, wegen den Eltern. Aber haben dann beide, oder alle in der Band, muss man sagen, haben dann geschmissen und haben nur noch Musik gemacht. Nur noch gegen jeden Widerstand. Ja, so haben wir uns gefunden. Warum habt ihr euch gerade für Film- und Fernsehmusik entschieden? Ihr hättet ja auch was anders machen können. Ihr habt Songs geschrieben, die haben nichts damit zu tun. Warum nicht bei den Songs bleiben? Ja, wir sind da reingerutscht. Wir haben das wirklich nicht geplant, aber irgendwann hat ein Regisseur, ein Werbefilmregisseur von uns ein Stück im Radio gehört, von unserer Band, und hat gesagt, wollte uns das zur Verfügung stellen für eine C&A-Werbung damals. Und wir haben gesagt, nee, Werbung machen wir nicht. Und er hat gesagt, ja, ihr kriegt aber Summe X dafür. Und dann haben gesagt, ja, wir machen Werbung. Und dann haben wir ihm aber noch ein Stück geschrieben dafür und dann sind wir über ihn reingerutscht. Und er hat uns dann Aufträge gegeben für Bosch, Nokia und so weiter. Und wir haben immer eigentlich nur Songs geschrieben weiter. Aber lustigerweise fällt mir da gerade ein, dass es natürlich auch wieder so ein Stopp war. Weil die Band hat sich dann irgendwann aufgelöst, weil es hat dann einfach nicht mehr weiter funktioniert. Und dann haben wir beide was anderes gemacht. Und dann fing das mit dem Werbefilmregisseur wieder an und im Prinzip haben wir das gleich nochmal gemacht. Wir haben dann irgendwann an einen Punkt sind wir gekommen, wo wir gesagt haben, wir müssen es jetzt wieder voll professionell machen, wieder 5 Tage die Woche oder eben 7 Tage die Woche. Deswegen nur dann waren wir beiden, haben das gemacht und haben dann quasi nochmal so einen zweiten Start gemacht und haben dann halt mit Werbung angefangen, die wir größtenteils von dem Werbefilmregisseur halt bekommen haben. Und irgendwann haben wir aber gesagt, also wenn wir das jetzt schon machen, dann wollen wir auch Filmmusik machen, weil das war schon immer doch auch was uns interessiert hat und Filme und so. Auch der große Unterschied ist ja, dass man beim Werbespot in 20 Sekunden seinen Dramaturgiebogen schreiben muss und in Filmmusik halt eben erstens mal über 90 Minuten und man hat viel mehr Spielraum, auch die Musik viel besser auszuarbeiten, viel detaillierter und vielleicht auch vielseitiger. Und das war natürlich viel reizvoller, dafür Musik zu machen einfach. Also so sehe ich das. Hast du eine andere Meinung? Nö, ich mache auch gerne Werbemusik, muss ich sagen. Also ich finde es auch schön, eigentlich ganz kurze Sachen zu machen. Also die Abwechslung ist eigentlich spannend. Ihr habt eigentlich keine klassische Ausbildung als Filmkomponist. Es gibt ja, sage ich mal, so zwei Linien, einmal so in Quereinsteiger, sage ich mal, und die Leute, die das klassisch gelernt haben. Was ist der Vorteil als in Anführungszeichen Quereinsteiger? Gemeine Frage. Wir kennen ja nichts anderes. Ne? Wir sind ja die Quereinsteiger. Und ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Es gibt viele Wege, die dahin führen. So, und es gibt keinen, der besser ist oder schlechter. Man muss so seinen eigenen Weg finden. Das ist das Wichtige. Ne? Und ob der über die Hochschule führt oder über Touren durch Clubs, das ist und das ist zweitrangig. Da würde ich vielleicht dann den Vorteil auf der Seite sehen des Autodidakten, weil er eigentlich durch das Autodidaktentum vielleicht besser seinen eigenen Weg finden kann. Als wenn ich über die Hochschule gehe, wo ich natürlich in so einem Hochschulprozess anders an die Sache herangeführt wäre. Ich glaube aber auch, dass der Weg härter ist als Autodidakt halt, weil du eben alleine bist halt. Ja, meine Meinung dazu ist, wenn du in der Hochschule studierst, lernst halt nur das, was dir der Professor vorgibt. Und du hast deine Zwänge. Und ich finde, so die Quereinsteiger,
die sind freier. Ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite hast du natürlich an der Hochschule im besten Fall Dozenten, die lange Berufserfahrung haben, Ludwigsburg, der Uli Reuter oder so, und der kann natürlich dann für dich Wege abkürzen, du musst nicht jede Erfahrung selbst machen, und das ist ein großer Vorteil des Studiums, ne? Dass man viele Tricks, die wir uns selbst erarbeiten mussten oder wissen oder wie auch immer, vermittelt bekommst, ne? Spielt ihr eure Musik selber ein und warum? Wir spielen sie, also alle Instrumente, die wir anfassen können und wo Töne rauskommen, sagen wir es mal so, die spielen wir selber. Wenn es dann daran geht, dass wir vielleicht zum Beispiel, was natürlich bei uns nicht häufig der Fall ist, Streicher, mit Streichern arbeiten, die laden wir natürlich ein. Aber ansonsten probieren wir eigentlich alles selber zu spielen. Und um so halt eine schöne Mischung raus zwischen digitaler, am Computer erzeugten Klängen und selbst live dazu gespielten Klängen zu erzeugen, weil das immer eine schöne Melange gibt, eine schöne Organik erzeugt. Wir engagieren aber auch immer wieder Musiker. Also wir haben jetzt bei den letzten zwei Filmen eine Sängerin dabei gehabt. Also gibt auch immer wieder Musiker, die wir engagieren. Während der Berlinale habe ich mit mehreren Komponisten gesprochen und komischerweise, das Wort, was da gefallen ist, ist Stranger Things, die Musik dazu. Welchen Einfluss hat, sage ich mal, international erfolgreiche Musik hier bei uns? Gibt es da überhaupt einen Einfluss? Das können wir ja nur wieder selber, oder ich kann das für mich, René kann das für sich wohl. Ich würde sagen, jede Musik, die ich höre, hat Einfluss auf mein tägliches Schaffen. Und natürlich höre ich auch Hans Zimmer oder Danny Elfman oder wer auch gerade momentan aus meiner oder aus unserer Sicht einen sehr interessanten Score schreibt. Oder es sind auch viele, Johan Johansson oder wie man auch jetzt gerne nennen möchte. Aber es sind auch viele andere Komponisten und andere Musik, die man hört, die mich genauso beeinflussen. Deswegen würde ich jetzt für mich rein persönlich als Individuum sagen, dass es für mich jegliche Musik, die ich höre, Einfluss auf mein Schaffen hat. Halt. Auf jeden Fall. Also ich meine, es unbestreitbar, sondern ich versuche auf jeden Fall, und ich glaube, das machst du auch, noch zu recherchieren, was gibt es, was nicht so offensichtlich ist. Ne? Also man hört ja automatisch einen Hans Zimmer Score oder Trent Reznor oder was auch immer. Das hörst du sowieso, ne, wenn du ins Kino gehst oder Filme guckst. Und wir versuchen schon auch, oder ich versuche auch stark zu recherchieren nach Musiken, die wirklich nicht so bekannt sind, und Komponisten, die ja ganz im Verborgenen sind sozusagen, ne? um da auch Inspiration zu finden, so, das finde ich schon sehr spannend. Ihr arbeitet lange zusammen, und das Lustige, bei den nordischen Filmmusiktagen hier in Berlin habe ich ein Pärchen aus Norwegen kennengelernt, die arbeiten seit 40 Jahren zusammen, und sie kennen sich besser als die Frauen, mit denen die verheiratet sind. Wie läuft das bei euch? Also wir haben unsere Frauen heute auch dabei. Ausnahmsweise. Ja, wir haben auch Frauen. Nee, tatsächlich, klar, wir verbringen wahnsinnig viel Zeit miteinander, ne, und das schon seit lange. Und klar, das ist schon eine intensive Beziehung, so, ne? Keine Frage. Ich habe die Frage vergessen. Wie das funktioniert? Ich glaube, es funktioniert. Wie jetzt, das klingt dann wahrscheinlich so weise, wenn man sich jetzt hinsetzt, und das klingt ja wie, wenn man am Ende des Lebens gefragt wird, wie konntest du 50 Jahre mit der, oder so, ich will jetzt auch keine Ratschläge geben, halt, ich glaube, es hat was mit Achtung und Respekt zu tun, dass wir uns achten, dass wir uns respektieren, und auf der Basis funktioniert ganz viel. Wir haben natürlich auch mal unsere Zwiegespräche, natürlich klar. Wir haben auch Diskurse, die wir führen, die finde ich auch wichtig, dass man die führt. Ja, gerade in der Kreation, sonst wäre man ja quasi, wird man ja sich auch gar nicht weiterentwickeln können, vielleicht. Und aber aus meiner Sicht ist das eine klare Sache, aus eigentlich Respekt und Achtung voreinander halten. Und auf jeden Fall, das glaube ich ganz wichtig, dass wir total unterschiedlich sind. Und auf der einen Seite, aber uns auch sehr ergänzen. Also wir haben... Entschuldigung, welcher war dein Kaffee? Das ist meiner hier. du hast Milch? Ich habe Milch, ja. Also wir sind total unterschiedlich, aber dann auch irgendwie wieder ähnlich. So, ne? Wenn ihr ein Projekt bekommt, wie teilt ihr euch auf? Weil wir schon so lange zusammen sind, ist das gar nicht so leicht zu erklären, weil sich das irgendwie von automatisch ergibt, so oft so. Es ist gar nicht mehr so richtig, so du machst jetzt das, und
das Feld so, die Kugeln fallen so immer in den richtigen Slot. So, Man muss natürlich schon sagen, dass wir uns jetzt, egal welche, was du wahrscheinlich meinst, welche Form die Filmmusik jetzt konzeptionell annimmt. Das heißt, wann steigen wir ein, wie steigen wir an? Was wir beide probieren immer, oder nicht probieren, was wir beide immer voranstellen, ist, dass wir uns selber ein Konzept erarbeiten, mit dem wir beide übereinstimmen. Hm. Und dieses Konzept, nach diesem Konzept probieren wir dann den Film zu bestücken. Am besten sehr konzeptionell, wenn alle mitspielen. Und ansonsten probieren wir halt natürlich, das zu erfüllen, was der Film benötigt, aber unser Konzept zu behalten halt. Ja, das steht immer am Anfang. Also, dass wir versuchen, zusammen ein musikalisches Konzept zu entwickeln. Und wer das dann in welchem Maße umsetzt, ist eigentlich gar nicht so ausschlaggebend. Ich glaube, dass wir auch einen Blindtest verlieren würden. Musik, die wir vor 3 Jahren geschrieben würden, würden wir mit einer gewissen Prozentzahl falsch zuordnen. Bin ich mir absolut sicher. Mhm. Wie läuft das dann bei den Spotting-Sessions ab? Seid ihr immer beide dabei oder nur einer? Oder sagt dem anderen so und so was gemacht? Also meistens mache ich das, weil wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Jumpel macht auch sehr stark unser anderes Geschäft, sage ich mal so. Wir haben noch eine Sample Library, Cinematic Instruments oder Cinematic Instruments. Und da produzieren wir eigene Libraries, Instrumenten-Libraries, mit denen Komponisten arbeiten können. Und da ist Jumpel sozusagen die treibende Kraft und ich mache dafür dann halt eher die Spotting-Sessions und die Kommunikation halt, all sowas. Ne? Das haben wir so ein bisschen in dem Bereich aufgeteilt. Im Nordischen Filmmusiktag war ein Sprecher und der meinte, alle Komponisten benutzen eigentlich die gleichen Libraries. Alles klingt irgendwie so ähnlich. Wir halt nicht. Wir halt nicht. Und wir sollten uns so als Ziel setzen, irgendwie, dass wir doch nicht irgendwie gleich klingen. Richtig, absolut, total richtig. Wo kann ich das unterschreiben? Ich sage Ihnen Bescheid. Wie wichtig ist das? Ich will nicht sagen, die Zuschauer sind ignorant, wenn ich jetzt an Tatort-Filme denke oder generell an Fernsehsachen, weil vielleicht durch den flachen Ton beim Flachfernseher, da kommt das nicht so rüber. Wie wichtig ist das trotzdem für euch? Wahnsinnig wichtig. Das ist aber auch vielleicht dann auch eine Sache, die uns persönlich betrifft oder die wir uns vielleicht über die Musik erarbeitet haben oder die uns sensibler gemacht hat. Ich finde, dass Klang, Sound, wie man nennt es, wie es will, wahnsinnig wichtig ist und auch ein Bestandteil der kreativen Komposition beinhaltet, weil ich muss nicht immer mit Melodien, Akkorden komponieren, ich kann auch mit Klang komponieren. Und das ist im Prinzip wahrscheinlich auch einer der Bausteine unserer eigenen Library, dass wir halt eben hingegangen sind und haben uns überlegt, wie können wir jetzt für den Film am besten welches Instrument bauen. Und wenn wir Instrumente meinen, dann verkaufen wir nicht nur oder benutzen nicht nur eine Balalaika oder eine Gitarre oder sowas, sondern das sind auch viele Eigenkreationen im virtuellen Kreativraum, die real gar nicht existent sein können, die dann vielleicht irgendwelche Flächen oder irgendwelchen ja, knuspernden Rhythmen erzeugen, die halt absolut schräg sind. Und das ist dann halt unsere eigene Grundlage, mit der wir arbeiten. Also im Prinzip ist das so ein super Rückkopplungsprozess. Wir schreiben Filmmusik und haben vielleicht den Bedarf an einem Instrument und dann entwickeln wir das Instrument vielleicht schon für den Score und das befruchtet dann wieder den nächsten Score und für den nächsten Score kommt der Bedarf für das nächste Instrument und das stellen wir dann auch noch gerne der ganzen Welt zur Verfügung, dass alle damit arbeiten dürfen. Ihr habt euer Studio in Köln. Ich schätze, ihr wart auch ein paar Mal bei der Soundtrack-Cologne. Ja, immer wieder, klar. Ja. Dann habt ihr sicherlich mitbekommen, der Traum jedes Studenten ist es, bei Hans Zimmer zu arbeiten, sag ich mal. Was ist mit euch? Der Ruf von Amerika kam der nicht? Wollt ihr nicht? Ich war nicht da. Jumpel war ja schon bei Hans Zimmer im Studio. Ja. Und beim Ramin Djawadi. Wie gesagt, wir sind jetzt auch nicht so die Hans-Zimmer-Schüler. Ne? Ich glaube, das kann man unserer Musik ziemlich deutlich anhören. Wobei wir den extrem respektieren. Ne? Also wir finden ihn nicht scheiße oder so. In den letzten Jahren hat der Hans Zimmer, finde ich, eine sehr schöne Wendung genommen, aus meiner persönlichen Sicht. Was vorher eben früher vielleicht nicht so der Fall war. Aber unser Ansatz ist halt schon ein anderer. Ne? Aber wir haben auch gestern oder vorgestern noch mal drüber gesprochen. Also ich würde total gerne international was machen, auch gerne in den USA. Aber wir haben festgestellt, wir waren ja auch ein paar Mal da, das ist nur möglich, wenn du auch wirklich da bist. So, ne? Was musst du sagen? Genau, wenn du vor Ort bist halt. Ne?
Und das sind wir nicht. Ne? Und deswegen, wir würden gerne international was machen und wenn da was passiert, gerne. Also, aber wir haben nicht den Drang, darüber zu gehen. So, ne? Also dafür gibt es viel zu viele schöne Projekte hier auch. So, ne? Und ja, dazu kommt natürlich auch jetzt momentan, finde ich jetzt persönlich auch der Situation in Amerika. Also Los Angeles finde ich eine tolle Stadt, auch super inspirierend, super entspannend, alles zugleich. Aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich da leben würde. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Was fehlt uns hier in Deutschland als Spezialisten? Weil die haben ja Leute für jedes. Du willst, dass ich denunziere? Nee, aber du hast die Antwort schon selbst gegeben. Ne? Wir müssen alles, wir machen alles in Personalunion, ne? Alles, ne? Verträge verhandeln, vielleicht hast du noch einen Agenten oder einen Anwalt, der dir die Verträge macht, aber das war es ja dann. Ansonsten machen wir alles selbst. Ne? Und das ist in Amerika natürlich deutlich professioneller. Da hast du einen Stab an Leuten, die an der Musik arbeiten. Hat natürlich mit den Budgets einfach zu tun. Ne? Deswegen müssen wir alles machen. Und ich glaube auch, ich habe mit Ramin auch darüber gesprochen und ich habe auch mal Klaus Bartelt gehört, was er dazu gehabt hat. Ich glaube, es gibt einen fundamentalen Unterschied in der Arbeitsweise von amerikanischen Komponisten und Deutschen. Und das liegt daran, dass die Amerikaner im Team arbeiten und die Deutschen nicht im Team arbeiten. Und diese Teamfähigkeit, wie auch zurückgreift, dass ich viele Gewerke habe, aber alle an einem Strang ziehen. Die haben vielleicht auch, sagen die, oh, ich habe da keine Lust zu, jetzt sagt der wieder das. Aber die wissen, dass im Team das Endergebnis besser wird. Und das habe ich manchmal das Gefühl, dass es in Deutschland dieses Rechts-Links-Gucken und nicht abgeben, sondern ich mache alles in Personalunion schon auch so eine treibende, nicht eine treibende Kraft ist, aber so ein bisschen im Charakter steckt. Und dadurch gibt es halt auch einen Unterschied. Halt, hm? Laut IMDb arbeitet ihr gerade an Toter Winkel, Fremde Tochter stand jedenfalls drin. Das sind beides Filme von Stefan Lacand. Ja. Könnt ihr mir darüber was erzählen? Ja. Und ich habe auch gesehen, er dreht gerade Freier Fall 2. Schreibt ihr da auch die Musik dazu? Also Toter Winkel ist schon fertig. IMDb ist natürlich auch immer ein bisschen mit Verzögerung. So, ne? Toter Winkel ist fertig und läuft im Mai. Ich meine 2. Mai. Ja, super Film, wirklich ein super, super, super Film. Der Stefan ist sowieso ein grandioser Regisseur, mit dem haben wir auch schon Freier Fall 1 gemacht, ne? Ein toller Film. Und Toter Winkel und Fremde Tochter, Gott ist groß, der Titel steht noch nicht so ganz fest. Es war wirklich in einem Take sozusagen haben wir das gemacht, sowohl Stefan als auch wir. Das war so ein Ritt jetzt über ein paar Monate. Und das ist ein Kinofilm, auch grandios. Da haben wir auch zum Beispiel ein ganz spezielles musikalisches Konzept gehabt. Da haben wir nämlich mal gesagt, lass uns mal die Comfort Zone, unser Studio verlassen, weil ne, da kennst du alles, da weißt du, wie es funktioniert. Und lass uns mal irgendwo anders hingehen. Und da haben wir eine Fabrikhalle-Etage gemietet und Jumpel hat seine ganzen Modular-Synthesizer mitgenommen, ich meine ganzen Gitarrenpedals und mehr nicht. Und dann haben wir den Film projiziert an die Wand und in der Endlosschleife laufen lassen und haben den ganzen Tag dazu improvisiert. Mit dem Ziel, vielleicht Fragmente zu finden, die wir für den Film nutzen können oder ja, vielleicht sogar ganze Kompositionen da entstehen können. Also wir haben es ganz offen gelassen und tatsächlich haben wir da wirklich an einem Tag den Grundstein für unser musikalisches Konzept für den Film da gefunden. Und klar, nachher entwickelt sich die Musik weiter, ne, wenn du dann zurückgehst ins Studio, aber da haben wir die Nuss geknackt sozusagen an einem Tag. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis da. Freier Fall 2, da sind die gerade in der Finanzierung. So, ne? Okay. Ihr seid für den Musikautorenpreis nominiert worden. Und da wird er, sag ich mal, fürs Lebenswerk in Anführungszeichen. Ja. So alt seid ihr noch nicht. Nee. Was glaubt ihr, warum hat man euch nominiert? Also ich habe gestern, hat die Filmtonart, hat ja ein Video gepostet, ein Interview mit Andreas Weidinger, der ja auch in der Jury sitzt. Und da hat er gesagt, weil wir einen experimentellen und innovativen, glaube ich, hat er gesagt, Ansatz fahren. Und das hoffe ich, dass das zutrifft. Also dass wir versuchen, immer wieder auch Experimente zu machen und Klischees zu brechen und auch wenn wir für ein Massenmedium Musik schreiben, das Fernsehen, nicht in jedes Klischee-Töpfchen, Fettnäpfchen zu treten, sondern auch mal zu brechen und versuchen, einen anderen Ansatz zu finden. So, ohne
Leute zu verschrecken oder so. Ne? Also es ist immer noch Filmmusik. Oder, ne? um zu dogmatisch zu werden. Ja, aber wir versuchen immer wieder neue musikalische Wege zu gehen. Und auch jetzt sind wir wieder im Umbruch. Wir machen viel mehr Musik vor dem Rechner, also analog, und zeichnen die auf. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir nominiert sind. Springen wir jetzt zu was ganz anderem. Wo ist bei euch die Schmerzgrenze? Wofür würdet ihr nicht Musik komponieren, schreiben wollen? Also wir haben die Diskussion ja häufiger gehabt jetzt in den letzten Jahren, weil wir natürlich auch Angebote bekommen, wo genau das der Fall ist. Und ich glaube, wir haben mittlerweile für uns beschlossen, dass es eigentlich diese Schmerzgrenze nicht gibt, weil ich glaube, dass im Endeffekt, also natürlich politisch, muss ich klar sagen, ne? Politisch orientiert, ja, politisch ist auf jeden Fall halt. Oder generell instrumentalisieren lassen wir uns natürlich klar. Nicht. Aber wenn wir natürlich mal reden, über Romantik, Fernsehen, also was, wenn du darauf abspielst, dass wir glauben, dass es dass die Musik, wenn sie gut gemacht ist und wenn sie wirklich mit Leidenschaft und authentisch für den Film geschrieben worden ist, dass sie eigentlich nie in so eine Schmerzgrenze reinkommen kann, dass man vielleicht sich schämen müsste dafür oder denken würde, das war jetzt schlecht. Wir haben das sogar mal umgedreht, ne? Für einen Arthouse-Film Musik zu machen, die besonders kunstvoll ist. Macht Spaß, aber ist eigentlich total einfach, weil alles passt zusammen. Wenn ich aber für meinetwegen offensichtlich einen Film, der cheesy ist, so, ich kürze das jetzt mal ab, versuch besonders gute Musik zu machen, dann hat man auch so ein bisschen, kann man dazu beitragen, dass Dinge auch besser werden, so, ne? Und vielleicht für mehr Qualität sorgen, so, ne? Und deswegen finde ich es manchmal auch ganz interessant eigentlich für Also vielleicht im Sinne, nimm die Herausforderung an. Ja. Ne, so, mach's. Genau. Und vielleicht gibt es mal eine andere Lösung als die man schon 3 Milliarden Mal gehört hat. So, ne? Und das kann zu Stress führen mit allen Beteiligten, halt, ne, wenn die das dann anders sehen. Aber ich glaube, mittlerweile weiß man auch so ein bisschen, wer wir sind.